Bianca Glaser und heute zeige ich euch eine kleine nette Cha-Cha-Cha-Choreografie und wir werden ein bisschen mit den Cha-Cha-Cha-Variationen spielen. Ich zeige euch einmal von beiden Seiten, wie das Ganze aussieht und dann nehmen wir das Ganze einmal auseinander. Wir starten mit dem linken Fuß mit einem 2, 3, 4 und 1, 2 und 3. 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4 und 1. 2 und 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4 und 1. 2 und 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4 und 1. 2 und 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1. So, einmal auseinandergenommen, was passiert alles? Wir haben einen Time Step. 2, 3, 4 und 1. Bei diesem Time Step bauen wir gleich noch eine Verzögerung ein. Lasst uns einmal kurz zwei Time Steps machen, dass wir von derselben Figur reden. Achtung! Und 2, 3, 4 und 1. 2, 3, 4 und 1. Okay. Was ich jetzt mache, ich tanze den Time Step und warte danach noch ein Stückchen mehr, bevor es dann in die Rückwärtswiege geht. Mit einem 2, 3, 4 und 1, 2 und 3. Das heißt, wenn wir das Ganze mit Cha-Cha zählen würden, wäre es 2, 3, Cha-Cha, Cha, 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 Cha. Das heißt, vom zweiten Cha-Cha-Cha, das erste Cha wäre die Pause. Okay, wir probieren das Ganze einfach mal kurz aus. Linker Fuß. Und 2, 3, cha, 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 cha. Und nochmal, ich zähle mit Zahlen. Und 2, 3, 4 und 1, 2 und 3. Das Ganze nennt sich Syncopation, ja, eine Verzögerung. So, als nächstes haben wir die Rückwärtswiege schon dazu getanzt und wir tanzen einen Lockstep nach vorne. Ein Lockstep ist eine Cha-Cha-Variation, die gibt es vorwärts und rückwärts und mit jedem beliebigen Fuß. Und was passiert? Bei dem zweiten Cha kreuzen wir ein. Ich zeige einfach einmal, wir tanzen jetzt einen Vorwärts-Lockstep. Cha, Cha, Cha. Und was wichtig ist, wenn ich die Füße nicht auswärts drehe, könnte man das gut sehen mit den Spuren, zwei Spuren, eine Spur, zwei Spuren. Das heißt, das Ganze läuft ein wenig in die Diagonale. Und weil ich die Füße auswärts gedreht habe, sieht das einfach so aus, wie ich es vorher gemacht habe. Ja, so leicht auswärts gedreht. Cha, cha, cha. Da kommt ein sogenannter Latin Cross drinnen vor. Was ist ein Latin Cross? Ein Latin Cross sind leicht versetzte Füße. Das heißt, mein linker Fuß ist in dem Fall weiter hinten. Meine Oberschenkel sind zusammen, mein linkes Knie ist in dem Fall gebeugt und man sieht beide Knie
Und wenn man es von der Seite einmal anguckt, der hintere Fuß, da ist die Ferse oben und der ist gebeugt und der vordere Fuß ist komplett auf dem Boden und der ist gestreckt. Ja? Und sozusagen mein Knie ist in der Kniekehle, ganz leicht, also so der Teil vom Unterschenkel an der Seite. Und das nennt sich dann Latin Cross. Ja? Wir probieren es einmal, rechter Fuß, Cha, hier ist der Latin Cross, Cha. Und wer das schon mal gemacht hat, der kann auch gleich die höhere Variante nehmen und die Füße aufspannen. Den linken Fuß streckt, den rechten Fuß beugen, wir spannen auf und im letzten Moment tanzen wir mit dem rechten Fuß das letzte Cha. Cha. Nochmal, wir nehmen die Rückwärtswiege dazu und 3, Cha, Cha, Cha. Okay. Als nächstes kommt ein Ronde Chassé, ist auch eine Chassé-Variation. Was passiert? Ich zeige es einmal in die Richtung. Wir haben eine Wiege, 2, 3 und auf der 3 tanze ich schon eine Ronde. Eine Ronde ist eigentlich ein Fußkreis, der entsteht, indem ich meine Hüfte in dem Fall öffne. Und damit das ein bisschen angenehmer ist, nehme ich die Hüfte auch noch nach oben. 2, 3. Das heißt, ich stehe rechts im Knie und links stehe ich mit der Hüfte oben. Ich zeige es mal von der anderen Seite. Mit einem 2, 3. Ja, also hier bin ich im Knie und hier ist die Hüfte oben. Die Ronde muss ich nicht komplett fertig machen, ungefähr bis hierhin. Und dann kommt das Cha-Cha-Cha mit einem Kreuz, Schritt, Zeit. Einmal flüssig gezeigt. 2, 3, cha, cha, cha. Von vorne gezeigt. 2, 3, cha, cha, cha. Als nächstes kommt wieder eine Rückwärtswiege. 2, 3. Und jetzt tanzen wir ganz viele Locksteps am Stück. Das heißt, wir tanzen ein, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Das heißt, ich wiederhole ganz oft diese ersten zwei Cha-Chas, die schnellen Schritte, dieses schnell, schnell. Cha-Cha, Cha-Cha, Cha-Cha. Und erst am Ende sage ich Cha, das letzte, das lange. Okay? Wir probieren das mal kurz aus. Rechter Fuß rückwärts wiege. 2, 3. Cha-Cha, 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 genau. Und wenn wir das jetzt einfach ein paar Mal machen, dann würden wir immer weiter in die Diagonale wandern. Damit das nicht passiert, gehe ich in eine sogenannte Seitenführung. Das heißt, der Fuß, der vorne ist, der ist auch immer meine Seite vorne. Und dadurch werde ich nicht in die Diagonale tanzen, sondern mehr in die Gerade. 2, 3. Cha-Cha, 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 okay? Wir probieren es. Rechter Fuß rückwärtswiege. Und 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Gut. Hinten dran hängen wir Cuban Breaks. Cuban Break ist immer ein Hin- und Herbelassen der Füße hin und her und hin und drauf. Okay? Vom Timing 2 und 3 und 4 und 1. Und bei 1 stellen wir uns drauf auf den neuen Fuß. Aufpassen, dass ihr 2 und 3 hier die Ferse oben habt und den Fuß auswärts gedreht habt. Es fühlt sich ein bisschen so an wie bei den Botafogos in der Samba. Ja? Also 2 und 3 und 4 und 1. Dasselbe auch auf der anderen Seite. 2 und 3 und 4 und 1. Noch einmal und 2 und 3 und 4 und drauf, 2 und 3 und 4 und drauf. Gut, und danach tanzen wir eigentlich nur noch, eigentlich wieder von vorne, aber vielleicht habt ihr nicht ganz so viel Platz im Raum, um das nochmal dran zu hängen, dann können wir eine kleine Wiege gedreht tanzen. Was meine ich? Wir sind angekommen. Ba, 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 also 4 und 1, haben den linken Fuß frei. Wenn ihr ganz viel Platz habt, würdet ihr tanzen. 2, 3, 4 und 1. Wenn ihr sagt, ihr wollt in die neue Richtung, dann passt ihr das einfach an mit einer Viertel- oder halben Drehung. Mit einem
2, 3 und dann geht es weiter 4 und 1. Wir probieren das einmal aus. Die Arme lasse ich erstmal weg. Später mit Musik werde ich die Arme dann wieder dazu nehmen. Und konzentriert euch erstmal auf die Füße. Die Arme könnt ihr euch später genauer anschauen. Erstmal die Füßchen. Achtung, wir starten von vorne. Und 2, 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1. Gut, wir machen es mit Musik. Auf Musik werde ich das erste Mal die zwei Durchgänge mit den Damenarmen tanzen und das zweite Mal für die Herren mit einer Armvariation, okay? Ich mache Musik und wir sehen uns gleich wieder. Kleine Choreografie gut gefallen? Hinterlasst mir doch einfach ein kleines Kommentar, was eure Lieblingsteile aus der Choreografie sind. Oder wenn ihr Wünsche habt, schreibt mir auch gerne Wünsche rein. Auch gerne für einen anderen Tanz, andere Figuren, Technik, was auch immer ihr gerne als nächstes bei mir sehen möchtet. Und ja, hier meine ganzen anderen Kanäle und Kontaktdaten. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis bald. Macht's gut. Tschüss!